Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Follower Crisis, unschwer zu erkennen. Ein bisschen älteres Spiel, ich glaube von 2007. Ich guck mal gerade auf der Verpackung nach. Alter, ist da klein geschrieben. Oh, ich werde zu alt. Ja, 2007. Ich muss mal kurz. Ich finde irgendwie. Ich habe zwar schon ein bisschen eingestellt, aber. Die Musik blärt mir hier ins Ohr. Verstanden. Muss ich mal ein bisschen leiser machen hier. So. Gut. So ist besser. So hört man mich besser. Muss ich ganz so laut schreien. Ja, Leute. Crisis. Benutzerprofil voll war. Wir spielen auf der Schwierigkeit normal. Ich habe es noch nicht mal angetestet. Noch gar nichts. Deswegen hoffe ich, die hier so Grafik und so ist in Ordnung. Lautstärke auch. Sound und so weiter und so fort. Ja, ich versuche es ein bisschen schneller durchzuziehen als Tomb Raider. Also ein bisschen öfters Parts hochzuladen. Jo, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an. Ne? Hier, neues Spiel. Klar, normal, Junge. Angriff am Kien, was? Fahrergesteuertes Geschütz, einfaches Fernglas. Gegner sprechen Deutsch. Normales Fernglas. Gegner sprechen Koreanisch. Normales Visier, keine Granaten. Alter, ich bin doch hier nicht der Megatyp. 25, 50, 75, 100. Nö, nö, lass mal, sonst werden wir nie fertig. So. Psst. Ja, Leute, habt ihr mal einen kleinen Ausblick gesehen, wie mein Gameplay aussehen wird? Ganz klar, voll was Style, ne? So und nicht anders wird das aussehen, wenn der Follower euch mit diesem Let's Play verwöhnt. Meine Stammzuschauer wissen Bescheid, was von diesen meinen Worten von eben zu halten ist, ne? Contact heißt die erste Mission. Die Musik kommt mir immer noch ein bisschen laut vor. Hörst du ja nicht. So, komm. Na? Ja? Kann sich nur noch um Stunden handeln. August 2020. Hier spricht Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Lingshan-Inseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben 1000 Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Feld. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern.
Hügel. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Zentrale, war wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Hey Nomad, gibt's dich auch nochmal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklicken, Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! Okay. Lässt uns J-Sock neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich habe von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus, ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando! Los! Was zum Teufel? Seht ihr das? Robert hat's erwischt! Er hat seinen Schirm verloren! Er ist weg! Mein verdammter Schirm ist weg! Ich habe keinen Reserveschirm mehr! Reißen Sie sich zusammen! Sie sind über Wasser! Ihr Anzug absorbiert den Aufprall! Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herz ist gestört! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand! Bin unterwegs. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. So, Leute. Aztec, bitte kommen. Ja, Aztec. Also ich muss hier, glaube ich, doch mal... Es war mir eindeutig zu laut, vor allem die Musik. Es gibt ein bisschen auf den Sack. Ich lasse mal Untertitel an, wenn es euch stört. Ah, man versteht ja meistens ganz gut, hä? Stört so ein bisschen die Atmosphäre, finde ich. Komm mal, ich mach's mal aus. Aber die Musik muss ein bisschen leiser. Das. Ja, jetzt war nicht gespannt. Ich bin schon übernehmen gegangen, ne? Verstanden. So. Die war echt zu laut. So. Und. Ich muss mal kurz, ich mache aber davon mal kurz aus, ich weiß nicht, die Nachtsicht habe ich über meinen Controller aktiviert, aber ich möchte nicht mit Controller spielen, ich möchte mit Maus und Tastatur spielen. Ich finde, da beim Shooter geht nichts über Maus und Tastatur. Controller ist da viel zu ungenau. Kleiner Moment, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ups, Spielstand geladen. Ach. Oh, ich glaube, ich muss die Schnellladetaste noch ändern. Ist ja lustig. Schnellladetaste ist die die Fraps-Taste ist die Ladetaste. Das ist natürlich bitter. Ja, also Nachtsicht geht, mach ich jetzt übers Controller. Start drücken krieg ich noch schnell hin. Bisschen habe ich mich an die. Gut. Hallo? Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ja, mach mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energiekritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zu Aztecs Position vor. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige.
Aha. Ah, da geht sprinten. Wie soll denn jetzt? Maximales Tempo. Hm. Alter. Kritisch. Maximales Tempo war da, maximale Kraft. Ha? Oh. Die mal weg. Ja, das ist doch viel schöner. Ich lasse die nachts nicht mal weg, ey. Im Wald oder so kann ich die mal machen. Also, ihr müsst mir am Anfang müsst mir ein bisschen nachsehen mit der Steuerung. Maximale Panzerung. Aha. Aber ich freue mich auf das Spiel. Schon wieder ein schöner Shooter. Alter, jetzt ruckelt hier jedes Mal mein Joypad, wenn ich springe. Die schreckt mich jedes Mal, weil mein Tisch vibriert. Was ist das? Hä? Eine Waschmaschine. Was? Oh. Ja, wie nehme ich das denn? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie ich das nehmen soll. Naja, vielleicht kommt das noch. Linker Stick halten, das ist doch scheiße. Ich spiele nicht mit dem Joypad. Da müssen wir doch irgendwie umstellen können. Vielleicht kann ich das irgendwo umstellen. Naja, komm. Ich weiß, das Ducken ist nicht C. Ach, ich glaube, Steuerung war C. Ja, Steuerung war Ducken. Steuerung war C. Ach, guck mal, jetzt macht das. Y hinlegen. Ach, X-Taste. X-Taste auf dem Control-Pad. Scheiße. Das ist natürlich bitter. Gut, Leute. Ich muss mir das mal alles noch ein bisschen angucken. Das hier war das erstmal für den ersten Part. Können wir auf die Karte gucken. Ja. Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Schreibt eure Kommentare unten drunter, was ihr davon haltet. Und so weiter und so fort. Ich sag danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schnell speichern, bevor ich auf F8 drücke. Ciao.